freue mich sehr, weil in Deutschland die Spiele normalerweise immer gut. Aber dieses Mal schade, Anzahl haben nicht geklappt. Aber doch mal mit der Peti, ja, Djokovic gewonnen. Ich freue mich sehr. Ja, normalerweise ich fahre wieder nach Düsseldorf und da ich überlegte doch hier noch bleiben. Ja, mit der Freundin, ja, zusammen irgendwo essen gehen. Ja, bei solchen Turnieren, das normalerweise Einzel- und Doppel weiterspielen, das ist so anstrengend. Normalerweise immer im Zimmer bleiben, ein bisschen Video schauen, ein bisschen Musik hören, mache ich so. Die Fahnenspiele ist locker, locker als ein Fototurnier. Ich weiß, unsere Fahnen sowieso gewinnen. Ja. Und ich spiele nur konzentriert, 100%. Ja, wir gewinnen sowieso. Aber bei Fototurnier, das ist stark Gegner. Wenn ich 100% spiele, ich weiß nicht, ob ich gewinnen kann. Das ist anders. Ja, ich finde, für unsere Mannschaft ist schon gut. Wir trainieren immer miteinander. Ja, wir spielen immer verschiedene Zeit. Aber erstmal immer so, ja, unsere Mannschaft, Kollegen zu fragen, ob sie wollen trainieren. Und ja, gegen, vielleicht gegen andere Spieler, gegen also zum Beispiel Abwehr oder so. Ja, wir können immer so ihn oder jene fragen und so. Ist gut. Einkaufen, Shopping. Ich mag gerne Shopping, ja. Wenn ich gut spiele, ja, ich überlege, muss einfach was kaufen für mich selber. Und wenn du schlecht spielst? Wenn schlechter gespielt, ja. Tischtennis ist okay, nicht alles, Leben geht weiter, ja. Muss auch einfach was kaufen, immer so.